Grüßt euch, einen wunderschönen guten Morlock. Hier ist der bequeme Mr. Ayers wieder hier. Bequem in dem Sinne, weil ich mir es jetzt mal so bequem mache in dem Stuhl. Stühle sind dazu da, denke ich mal, allgemein, um sich zu entspannen, um sich bequem zu machen oder einen Burger drin zu essen oder über einen Burger drüber nachdenken, dass man einen Burger macht. Und heute bin ich in Quatschlaune, ich weiß auch nicht, es gibt manchmal so Phasen, da ist man wirklich bla 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 bla. Aber das herkommt, frag mich nicht. Jetzt kommen wir zum Burger. Heute ist ganz spontan, werde ich ihn jetzt live rausholen aus dem Kühlschrank. Hätte ich alles vorbereiten können, aber machen wir jetzt mal so nebenbei. So klingt ein Kühlschrank. So sieht eine Tür etwas aus von einem Gefrierschrank, meine ich. Ein Gefrierschrank. So. Kommen wir jetzt zur heißen Sache. So, wie ist das, Ananas? Nehmen wir die, okay. Ups. So. Genau. Um was geht's? Wir haben hier Döner, Teller, Butterkäse, den ich im letzten Einkauf schon mal mit vorgestellt habe. Der ist, wo ist er her? Aus Straufhain in 98646, stimmt irgendwas, in der Nähe von München. Dann ist diesmal den habe ich trotzdem noch durch Zufall gefunden. Es gab noch einen vierten Burger. Ich habe zwar bloß drei ganz am Anfang angekündigt. Es gibt noch den irischen Burger. Agnus vom Rind, genau. Irischer Beef Burger, Patties, genau. Was steht dazu? Der irische Black Angus Rinder. Die irischen Black Angus Rinder wachsen in den Weidelandschaften Irlands auf, wo sie mindestens 270 Tage auf der grünen Wiese grasen. Ich gehe aber davon aus, dass die Wiesen grün sind. Ich hoffe es doch da oben auf jeden Fall. Weltweit gelten Black Angus Rinder als die beliebteste Rinderrasse. Ja, warum nur? Bestimmt nicht wegen ihres Charakters. Ihr Fleisch überzeugt mit seiner kräftig roten Farbe, seinen besonders zarten Fasern und feinstem Geschmack. Das werden wir heute rausfinden, genau. Ob dies nur Werbung ist? Wir werden sehen. Nun zur Sache. Ich liste euch das nochmal auf. Das ist der Butterkäse. Genau. Hallo Fokus, was ist los? Genau, der Donautaler. Dann haben wir hier den Burger, die zwei Pepper Patties, also UFOs, wie ich sie nenne. Ach, das ist gar nicht unscharf, das ist wegen dem Gefrorenen, mein Fehler. Dann haben wir die Burger Buns vom Butcher Burger, haben wir jetzt extra nochmal auch Burger, genau, Paletten. Genau, die werden wir jetzt vereinen, irgendwie. Packen wir sie aus, packen wir alles aus, erst einmal. Diesmal haben wir auch die entsprechend großen Burger. Die werde ich erst dann so richtig aufklappen können, wenn sie aufgeteilt sind. Die sind aber mal eine andere Marke, die ich sonst immer nehme. Da haben wir die etwas größeren. Der Rest kommt wieder ins Gefrierfach. Und dann zu den Patties. Die UFOs. Die Frufos. Nein, nicht wirklich. Ja, Fleischfos. So, die Fleischfos. Nee, das war ein bisschen Spaß. Sieht dann immer so aus. Ich sag immer UFO. Aber sehr nice. Ich wundere mich vorhin, warum der Fokus nicht geht. Das ist aber bloß das Gefrorene, was drauf ist. Was so teuer reicht. Oh, und den Käse werden wir jetzt auch nochmal auspacken. Den werden wir dann am Ende mit drauf krachen. Jo, komm raus. Mietz. Ja. Schau mal hier, haben wir den Käse, der ist auch sehr wichtig. Dann auch irgendwelche Soße, wir werden schon finden. Es geht ja um das Fleisch. Und das Fleisch. Kurzes Experiment, ich warte nicht, bis sie aufgetaut sind. Ich versuche sie mal so an der Sollbruchstelle anzuritzen. Ich werde sehen, was passiert. Ich denke, es geht alles gut. Oh Mist. La 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 la.
Rückzug. Es sieht so im ersten Moment ein bisschen seltsam aus, dass ich jetzt diese Meersalzbutter mitverwende. Auf einem Burger und Meersalzbutter sagt ihr euch, ja, einer oder andere sagt, stimmt, jo, kann man machen. Aber der andere sagt ja, okay. Aber ich sage, okay, mit einem anderen Ausdruck. Die Meersalzbutter muss weg, deswegen wird sie auch verwendet mit auf dem Burger. Das ist unter anderem auch ein Experiment. Meersalzbutter Burger Experiment, aber ich habe es ja schon bei dem Frühstücks-Croissant mit verwendet. Die kommt unter anderem mit Soße hinzu und Käse. Mal sehen, ob das ein gewisses Aroma gibt, einen gewissen Ton, Geschmackston. Der Geschmackston mit Meersalzbutter. Viele sagen jetzt bestimmt, es reicht, Junge, es reicht, Eos. Aber nein, der Eos kann nicht genug haben. Ich muss noch was bekommen. Hier, da, tralala. Die Meersalzbutter ist gut angefressen, wie ihr seht. Wie von einer Spitzmaus. Oder so. Spitzmäuse fressen vielleicht keine Meersalzbutter. So sieht sie denn aus. Ich werde die anderen noch verwenden. Ich muss aufpassen. Die Pfanne macht Geräusche. Ich muss sie retten, die Bürger. So, was hat Mr. Eos noch gefunden? Diese Steaksoße, die noch ein Jahr haltbar ist. Wir hatten natürlich verwendet. Schön schütteln. Und dann erstmal. So. Drauf auf den Burger mit. Auf jeden ein Klacks, der wird verrührt. Also alles in Maßen. Echte Maße. Genau so. Das ist das. Wird dann gequetscht mit dem Burger. Man kann es jetzt verreiben, muss aber nicht. Was mache ich noch? Ich werde nochmal diese Thai-Soße mitverwenden. Diese scharfe etwas, einen kleinen Klacks drauf. Jetzt nicht übertreiben. Ich dachte, ich hätte aufgedreht. Hat er Mr. Eos den falschen Hebel gedreht. Jetzt drehen wir den rechten Hebel. So, nicht zu viel. Nicht übertreiben. Die merke ich ja eh nicht mehr, die Soße, seit meinem scharfen Essen. Die ist ziemlich harmlos geworden. Kann man easy nochmal einen Ring drum ziehen. Einen halbscharfen Ring. Was soll ich jetzt? Na gut, aber ist schon eine schöne Soße, so nebenbei. Das wird dann gequetscht vom Burger. Und tada, wer schleicht sich denn hier rum? Tada, wo ist er denn? Ja, wo ist er? Jupp, tada, der ovale Teller, das Meisterwerk eines menschlichen Künstlers. Und was schiebt sich denn hier noch ins Bild? Natürlich die Burger. Schaut sie euch an. Schaut hin. Schaut her. Nein. Geht gleich los. So, was passiert hier jetzt? Käsescheibe 1 drauf. Wie unten zu sehen, wird sich diese Flüssigkeit, der Ketchup verflüssigen. Die Butter dann später auch. Kommt nochmal in den Ofen. Käsescheibe 2, weil Käsescheibe 1 fühlt sich einsam. UFO drauf, Patty. Am besten zur unten Seite, aber egal, weil die andere Seite rundherum dasselbe geben würde. Dann haben wir erstmal das, drücken wir schön ein bisschen fest. Kommt dann gleich in den Ofen rein. Dasselbe machen wir jetzt mit Brötchen Nummer 2. Wo ist denn der Käse? Ach da. Ich habe ihn nur verlagert. Eine Scheibe, wie ihr seht, hier drauf auf die Flüssigkeit. Die andere auf die andere Seite. Ich meine, ich hätte sie auch Käse auf Käse legen können. Das ist genau dasselbe in grün. So, jetzt haben wir die zwei drauf. Einer ist verkehrt rum, das triggert mich. So rum, genau. Bums, die kommen gleich mal in den Ofen rein. Achso, hab ich was vergessen? Ich bin dumm, nein! Das war das Beste, vergessen. Alter. Das Patty natürlich, das UFO und zumachen. Ich dachte, irgendwas fällt jetzt. Was haben sie da vorne? Ja, passiert. So, was macht natürlich der Mr. Eos? Das letzte Stück Käse vernichten. Ein Donautaler. Und ja, könnte ich mal wiederholen, der ist mild. Mhm.
Donutschale. Lecker. Ovale Teller und Donutschale. Das ist es, worum es geht. Donutschale. Kauft ihn. Das ist die schüchterne Werbung. Donutschaler, kauft ihn. Oder Donutschaler, kauft ihn. Das geht noch besser, aber naja. So, der Käse ist nun gut zerlaufen. Jetzt habe ich hier die zwei Burger, wie ihr seht. Genau. Und die sind auch, wie ihr seht, mit dem Patty belegt. Ich habe es diesmal drin gelassen und nicht wieder aus Versehen rausgetan. Oder nicht erst reingetan. Ein sehr merkwürdiger Burger wäre das gewesen. So, irischer Burger. Ich komme. Nein, nun zur Verkostung. Wie mache ich es am besten? Die Burger sind natürlich mit größeren Hüfeln, ein Unterteil, etwas ist egal. Jetzt versuche ich hier irgendwie drunter zu kommen für euch. Der Käse schön zu laufen, die Butter mit Samt drin. Es ist wieder schwierig, diesen Burger zu halten. Aber diesmal ganz schwierig. Zumindest scheinen mir die Patties etwas dicker als sonst. Irische Burger sind dicker als Patties. Das Fleisch ist auch sehr mittelmäßig gut, auch fast weich. Ja, wie soll ich sagen? Mit dem Käse und der Soße. Wie gesagt, diese thailändische Soße, ich schmecke sie gar nicht mehr. Das ist jetzt easy mit Kindergarten. Ach, Butter schmeckt man sehr gut raus in der Mitte. Die gibt sogar mal eine extra Salznote, aber das stört euch ja nicht wirklich bei dem Burger. Ich schmatze euch hier was vor, ich bin weiß, ich bin unfair. Müsst ihr euch was geben, aber so sieht doch aus. Richtig gut. Oh. Das kann man durchaus verkaufen, denke ich mal. Das ist wirklich mal exquisit. Ich weiß, ich esse wie eine kleine Sau, aber das macht nichts. Euer Schmatzendorfer sagt doch eher, sagt euch, das kann man machen. Mehr Schärfe. Vielleicht kommt da bald noch was. Mit Schärfe und Knoblauch. Schauen wir mal. Ich müsste mich jetzt ein bisschen zurecht machen wieder für euch. Ich aussehe wie ein Mensch. So, mit diesem Test verabschiede ich mich. Der Burger kriegt auch eine gute 8,2 von 10 Punkten. Und ich werde mir jetzt hier noch eine beide reinverleiben. In dem Sinne, guten Moloch, Servus, Baba, euer Mr. Eos.